Dr. Robin Deeb von Central Aesthetics in Frankfurt und ich möchte heute mal kurz was zu einer Behandlung erzählen, die seit geraumer Zeit bei uns nachgefragt wird. Es handelt sich um die sogenannte bukale Fettpad-Entfernung. Das bukale Fettpad ist ein Wangenfettpfropf, den wir hier im Gesicht quasi im Bereich der Wangen haben und der lässt sich durch einen relativ kleinen Eingriff gut entfernen. Der Effekt ist, dass das Gesicht schmaler erscheint, nicht ganz so schlimm jetzt wie ich, aber man kann diese runden Konturen dadurch entfernen und aktuell, wahrscheinlich so ein bisschen durch Hollywood getriggert und Instagram, wird dieser Eingriff häufiger nachgefragt. Wir bieten den schon seit geraumer Zeit an. Der Eingriff lässt sich gut in örtlicher Betäubung vornehmen, das heißt, man braucht also keine Vollnarkose, es wird ambulant gemacht, man geht danach nach Hause und hat in aller Regel auch keine extremen Schwellungen und Blutergüsse. Dieses Fettpolster in der Wange ist relativ gut abgekapselt. Natürlich muss man aufpassen, dass man keine größeren Blutgefäße, Fäße verletzt oder Nerven, aber das lässt sich sehr gut entfernen und wird mit einem wieder auflösbaren Faden zugenäht. Wie viel man da jetzt jeweils rausholt, ist individuell sehr verschieden. Das sieht jetzt nicht ganz so appetitlich aus, aber die Operation ist in der Regel wirklich nicht sehr blutig und die Schwellungen und Schmerzen danach sehr gut zu verkraften. Also in aller Regel hat man von außen kaum eine Sichtbarkeit des Eingriffes, was Blutergüsse etc. betrifft. Was man hier so sieht, ist so ein Mundsperrer, den setzen wir ein. Das ist so, wie wenn man zum Kieferorthopäden geht und einen Abdruck für eine Schiene bzw. eine Spange bekommt. Der Eingriff dauert so, je nach Ausprägung pro Seite, zwischen 10 bis 20 Minuten und danach geht man wieder nach Hause. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, dann schaut bitte auf unserer Webseite im Netz nach oder ihr macht einen Beratungstermin direkt bei uns in der Praxis aus. Alles Gute!